So, und schon geht's weiter bei White Day. Ja, wir haben ja einen Schlüssel fürs Fundbüro. Muss kurz mal auf die Karte klotzen. Ja, das war sehr schlau von mir, dass ich rausgegangen bin. Wo waren das? Wo ist denn das? Fundbüro. Da ist Musikraum. Keine Ahnung, wo das Fundbüro ist. Nö. Keine Ahnung, schauen wir uns so in der Gegend um. Ha, da ist ja schon was. Ja, Filzstift. Auf dem Klo. Was kann auf dem Klo schon passieren? Nichts. Dudut. Dudut. Irgendwann bereue ich's. Irgendwann bereue ich's. Na, ja, weil es so schön war. Hallo, Freunde! Bin der Einzige hier. Forever alone. Naja, nicht wirklich. Nicht bei dem Spiel. Nee, nee. Nee. Gucken wir mal kurz. Hier war ich noch nicht. Ah, neues. Wollte ja echt draufdrücken. Ja, ist was zum Lesen. Entweder was zum... Was ist hier? Ah, so. So ein Sehtest. Keine Ahnung. Wahrscheinlich nur for shits and giggles. Hallo? Ohne Sportlehrerkappe, kann ich mal die aufziehen, oder? Nee. Gehört vermutlich dem Sportlehrer, der nicht mehr unter uns weilt. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Ja. Ah! Büroschlüssel der Schulverwaltung. Noch geiler! Mhm. Joink ich mir. Und das Dokument. Koffein und Jugendliche. Kaffee ist das beliebteste koffeinhaltige Getränk. Gemäßigter Konsum von Kaffee kann das zentrale Nervensystem stimulieren, die Arbeitsleistung erhöhen und Müdigkeit in Schach halten. Durchschnittlich wird eine maximale Dosis von 400 Milligramm empfohlen, um die positiven Effekte nutzen zu können. Eine Tasse Kaffee entspricht ungefähr 100 Milligramm Koffein. Der regelmäßige Konsum von koffeinhaltigen Produkten wie Kaffee kann zu einer Koffeinabhängigkeit und Entzugserscheinungen führen. Häufig auftretende Entzugserscheinungen sind Müdigkeit, Übelkeit, Erbrechen, niedriger Blutdruck und Kopfschmerzen. Ich trinke eh nicht so oft Kaffee. Allerdings sind die negativen Eigenschaften von Koffein an sich zu vernachlässigen. Nur bei übermäßigem Konsum wirkt Koffein gesundheitsschädlich und kann negative Symptome und im Extremfall den Tod verursachen. Ja, sollte schon Koffein heißen. Wo war ich denn? Ah. Für Erwachsene liegt die tödliche Dosis von Koffein bei 150 Milligramm pro Kilo, was etwa 50 bis 200 Tassen Kaffee entspricht. Ja, das ist eine Menge. Bei Kindern und Jugendlichen ist diese Dosis erheblich niedriger. Koffein steht ebenfalls im Verdacht, Geburtsfehler zu verursachen. Wie Alkohol und Nikotin handelt es sich bei Koffein um eine Substanz mit suchterregenden Eigenschaften. Im Gegensatz zu anderen solchen Substanzen unterliegt Koffein jedoch keinen Alterseinschränkungen. Deshalb ist es besonders wichtig, die Eigenschaften von Koffein besser zu verstehen und einen gemäßigten Konsum zu fördern. Ja, zu viel Kaffee ist halt nicht gut. Ich trinke eh nicht so viel, meine Güte, vielleicht die 5 Tassen Kaffee im Jahr. Fuck it. So, wo war... Ja, ich überlege gerade. Okay, Schulverwaltung. Halt! Halt! Ah ja, okay. Ein Stockwerk höher. Geht's hier rein? Ah, okay, in dem Raum war ich schon. Dann können wir... Kurz mal speichern. Ist zwar nicht viel passiert. Eigentlich ist gar nichts passiert.
Aber nur zur Sicherheit. Ja, ein Stockwerk höher. Hier passiert eh nichts. Das sage ich jetzt noch. Ah, okay, hier geht's weit. Das ist die gleiche Barriere, die ich bereits in Hauptgebäude 1 gesehen habe. Ja. Muss ich wieder so eine Münze finden? So, wo lang? Achso, ich bin ja schon auf der Karte. Das ist dann eine zweite Tür. Hey! Ja. Ja. Bin ich richtig? Ich habe sie aufgeschlossen. Jawohl! Ja, erstmal zurückgehen. Nicht, dass irgendwie ein Schocker oder so kommt. So, Licht. Für was bin ich hier rein? Optikerlinse. Ah, okay. Dann hat es vorher schon Sinn gehabt. Muss ich noch die rechte finden. Jupp. Muss nur noch die rechte finden. Da ist wieder so ein Filzstift. Den braucht keine Sau. Ja, für irgendein Code oder so. Warte, da ist was anderes. Da ist was anderes. Krieg ich dich auf? Ah, okay. Schon verstanden, glaube ich. Moment, wenn ich mir. Okay. Das muss ich, glaube ich, nach und nach machen. Wenn ich vom Fleck komme. Nee. Das wäre jetzt einfach gewesen, aber. Nee, das ist nicht das. Schade. Oder ist das eine Symbol doch da? Nee, nee. Naja. Schön war's. Ach, nehme ich aus Frust den Filzstift mit. Ist so wurscht. Okay, also hier kann man noch nichts tun. Schauen wir mal durch die anderen Räume. Ja, ich weiß, da liegt schon wieder was zum Lesen. Ich weiß. Ich sehe ein Gesicht. Jemand hat den Rest des Bildes abgerissen. Was war denn das für ein Fiesling? Den verhaue ich, ey. Wenn ich den sehe. Einfach so Bilder wegreißen. Oder Teile vom Bild da. Schatzsuche. Ich habe einen neuen Hinweis zum versteckten Schatz des Musiklehrers entdeckt. Eines der Gemälde im Hauptgebäude soll einen Schlüssel enthalten, der den Raum öffnet. Ich bin so dicht dran, diese Schatzsuche zu gewinnen. Ich fühle es. Vielleicht dahinter? Keine Ahnung. Aber ich weiß was anderes. Bevor ich irgendwas tue. Warte mal, willst du nicht sagen, ich kann hier oben nicht speichern? Willst du jetzt nicht sagen, ich kann hier oben nicht speichern? Ach lol, da ist das Fundbüro. Momentchen. Dann sprint ich mal schnell. Dann sprint ich mal. Sag mal. Was ist heute mit der Steuerung los? Ja, dann sprinte ich mal hier hin und speichere. Moment, das schauen wir uns in der nächsten Aufnahme an. Jupp, speichern. Weil ist jetzt nicht so viel passiert, aber wir kommen voran. Gut, dann mache ich hier einen kleinen Break. Sag mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Abo da, Daumen hoch, teilt es mit Freunden, Bekannten. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.